Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Wir sind mal wieder im Livestream und wir haben überraschend viele Zuschauer. Mehr als sonst, das finde ich super geil. Wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich heute machen? Es gibt Dinge, die wir noch machen wollten, und zwar werden wir, also Marvin und ich sind das wieder, Höhlentour machen. Jo, heute mit den Miezekätzchen. Hast du dem schon einen dickeren Sattel gegeben? Ja, hast du. Der hat auch einen. Wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe das gute Gewehr gegen das Pinke ausgetauscht. Und wir werden uns heute das Artifact of the Pack holen. Dazu werden wir uns erst noch ein bisschen was kochen, weil wir wollen ja die schwachen Kätzchen ein bisschen stärker machen lassen. Und dafür haben wir schon alles vorhanden. Das sind ja schon wieder Simberries in deinem Kochtopf. Die brauche ich nicht. Marvin. Fall nicht rum. Bring sie weg. Ich brauche Stims, keine Stimberries. Es ist ein Unterschied. Das eine ist für Schweine. Schau mich doch nicht so an. Was? Warte. Ich hab nachladen. Jetzt kann ich eine klatschen. Ey. So. Touren on. Haben wir alles? Sehen wir jetzt eh. Ja. Okay. Endurous View kommt. Ich pack die Sims weg. Ich pack den Schwein und dann gehen wir los. Haben wir eigentlich beide Vögel hier, die wir brauchen? Also ich habe, Flappy Bird nicht oben gesehen. Flappy Bird ist, da oben. Holzbase. Nee, da war Rango. Sicher? Ja, ich habe eben noch nachgeguckt. Wir haben die Holzbase natürlich auch ein bisschen weiter gebaut. Also ein ganz, ganz kleines bisschen hat da was verändert. Nicht viel, nur fast alles. Ich guck mal kurz, ob ich Flappy Bird finde. Das hing am Hang. Aber muss ich ihn echt noch holen. Oh, nee. Da ist Ava. Wieso sind alle guten Tiere eigentlich immer oben? Ja, Schulden eben. Bei der Gelegenheit kann ich euch direkt mal die Base zeigen, wie weit die gekommen ist. Ich werde einfach den schnelleren Vogel nehmen und zeige euch das einfach kurz. Und wehe, der ist nicht da, dann habe ich richtig Probleme. Also von der Zeit her. Da war es Verschwendung, man muss schneiden und ich habe genug zu schneiden. Pinke Puffknarre. So, hallo an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Also schräg ab dem Chat. Ihr dürft euch auch gerne das Let's Play, den Livestream auch auf YouTube noch komplett angucken. Ist wahrscheinlich das Video, das direkt vor diesem Video erscheint. Als, ja, bis jetzt sind wir bei 4,5 Stunden Streamzeit. So, wo ist der? Ach, da unten ist der. Natürlich. Okay, komm, bevor es dunkel wird. Da, soweit ist die Base bis jetzt. So, genug gezeigt. Flappy Bird ist noch in der Gefängniszelle. Weil wir haben heute ein bisschen, den Stream, die Wiederholung sich anzuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben nämlich heute ziemlich viel Spaß gehabt mit den Gefangenen. Wir haben einen neuen Weg gefunden, wie wir, an Dinges rankommen. An Cementing Paste. Bisher haben wir es ja entweder durch Handeln oder durch Farmen erreicht. Heute, die Neuerung ist, wir erpressen uns einfach. Wir haben Leute gefangen genommen und den anderen Leuten gesagt, wenn ihr die Leute freisehen wollt, gebt uns Cementing Paste. Es hat funktioniert. Und deswegen werden wir das vermutlich auch häufiger machen. Kommst du? Ich hätte ihn eigentlich oben lassen können, ne? Na gut. Also, wir haben gerade Endurance View hergestellt. Das ist Buff Food für mehr Damage, damit die Kätzchen mehr Schaden machen. Wir haben starke Sättel aufgezogen, damit die Tiere auch keinen Schaden bekommen. Und jetzt kommt auch der Sinn dahinter, warum wir Miezekatzen nehmen statt Wölfe, obwohl Wölfe mehr Schaden machen. Mit diesem extrem starken Sattel können die Katzen deutlich mehr aushalten, was in der Höhle extremst von Vorteil ist. Eine höhere Verteidigung hilft nämlich nicht nur durch weniger Schaden zu kassieren, sondern es hilft auch weniger Torpor zu bekommen. Und da sind ja Spinnen, da sind Skorpione und Schlangen, die ja alles einen Torpor-Wert erhöhen. Und das ist dadurch noch ein bisschen mehr praktisch. So, ja, die Nacht, die wird uns jetzt weniger stören, weil wir jetzt eh gleich die Höhle gehen, da wir mit Fackeln dabei haben. Und wir werden selbstverständlich wieder darauf hin zu arbeiten. Einerseits versuchen wir... Ah, ich weiß, dass du noch nehmen kannst. Nimm mal diese Enterhaken. Grappling Enterhaken, jo. Oh, du willst viel, ey.
Dann nimmt sich jeder noch einen Enterhaken mit, weil beim letzten Mal, als wir in der Höhle waren, hat sich ja gezeigt, dass manche von den Tieren, sage ich, von den Schätzen, nicht so geil aufgestellt waren. Die waren da über dem Lava-Weg da und da kam man nicht rüber mit den Wölfen. So, hast du schon alle Endurance-Tür genommen? Ja. Okay, ich brauche noch ein bisschen. Nee, vielleicht habe ich genug. Wo kommt die? Sind voll im Weg. Meine Armbrust da. Nehme ich auch noch mit. Axtschild, gleich alles hier, da wir eher auf Tieren unterwegs sind. Und ich denke mal, wo hast du in die Katzen schon reingetan alles? Nein. Nicht in die Katzen, mache ich jetzt. Immer noch ein bisschen Loot-Päckchen. Das zackt mir immer so 25 raus, aber das reicht ja, bis wir wieder da sind. Habe ich da ein bisschen mehr Heilung unterwegs und ich sollte mir vielleicht mal die Heilpacks auch mal auf die entsprechenden Tasten legen. So. Gut, wir werden kurz zur Höhle fliegen und dann sehen wir uns im kurzen Cut wieder. So, wir sind mittlerweile bei der Höhle angekommen. Das ist tatsächlich dieselbe Höhle, wo wir immer unsere Käfer rausgeholt haben. In der waren wir noch nicht. Das ist schon irgendwie komisch, weil wir dachten, weil wir so oft da drin waren. Kann oder so. Ja, der kommt eh nicht mit rein. Und wenn doch, töten wir ihn halt einfach. So, hier sind auch unsere Vögel sicher. Und Fackel. Aber was jetzt lustig wird? Total überladen, wenn wir gleich wieder so viel Zeug rausholen. Wobei, ich glaube, wir kriegen nicht so viel raus an Gedönse. Wie heißt das? Chitin, weil Wölfe holen da mehr raus. Warte, ich mach mal den Vogel mal weiter weg vom Höhleninneren. Passiv oder neutral? Neutral. Neutral, ja, die kommen nicht weg. So. Sollen wir dann? Jo. Das, was du gekocht hast, ist für die Tiere, richtig? Ja, damit die mehr Angriff haben. Okay. Ich knall den jetzt mal rein, weil unten kommen schon gleich wieder die Tiere. Ich habe das Rezept noch dabei. Egal, ich finde das eh 100 Millionenfach, sollte ich sterben. Remote Use Item. Natürlich kein Stamina dabei, weil es einfach unnötig ist. Bleib bei mir oder ich bei dir, damit die, damit der Mate Boost bleibt. Ah, du hast jetzt doch noch einen Demorphodon mitgenommen. Ja. Okay. Ich habe keinen dabei. Ich dachte, braucht man nicht. Weil ich dachte, 4 Stück reichten eigentlich aus. Also an Artefakten, die wir rausholen können. Ui. Ui. Oh. Wir hatten schon mal sowas, ne? Aber das war ein bisschen eckiger. Bisschen zackiger. Ah, fuck. Hast du ein Dings dabei? Was? Foundations? Ja, keine Foundations, aber hier wegen... Lass mich das mal gerade machen. Ja, ich lass dich vor. Und danke für das Level Up. Ja, wir kommen ja zurück, ist ja kein Problem. Hau das mal auf Melee Damage. Autospeed. Ich hab meinen an, glaube ich. Huhu. Fledermäuschen. Ich muss euch noch tamen. Miese Bollerei. Alter. Macht mir keinen Schaden. Mein Sattel ist zu stark, ja? Bei dir ist auch noch was los. Ah, Käfer. Käfer tot. Und wieder Level Up. Der. Ihr seid Mäuse, ich bin eine Katze. Wer frisst wohl wen? Kennt ihr nicht das Video, bei dem die Katze eine Fledermaus frisst und fängt? Ja, das haben die von uns geklaut. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Kennst du das Video? Da ist eine kleine Fledermaus in der Wohnung oder im Haus. Die Katze fängt das Tier in der Luft und dann knuspert das richtig, wenn die das Tier frisst. Das ist irgendwie... Oh, krass. Irgendwie voll krass. Aber was ist nee, krass, wie die okay, Fledermaus einfach mal... ich häng fest. Warte. Eine fliegende Katze. Kommt auch nicht weg, weil die da oben festhängen.
Bravo! Warum springe ich auch? Ja, ich kann die runterschlagen, oder? Ja, Knockback. Aber die glitscht mir wieder. Warte, ich kann die, ja, nein, warte. Hä? Bist du behindert? Geh mal vor. Und? Geh mal bitte vor mit der Katze. Die glitscht da gerade raus, denke ich. Ich komme da ja auch nicht durch. Nein, ich hänge auch fest. Oh, nö. Was zum Teufel? Ich bin doch ganz normal gelaufen. Ja? Du bist gelaufen? Drago. Ja, ganz normal. Auf einmal hänge ich oben fest. Bin auch hier oben. Guck. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so geplant. Kann man das hier eigentlich wegschlagen? Ah, 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 ah! Stopp, 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 stopp! Die Pussy ist raus. Ey, das die Pussy ist raus. Und was ist mit meinem? Keine Ahnung, aber spring meine erstmal in Sicherheit. So. Da bleiben und verteidige uns. Ich wieder gehauen. Na komm. Wo bist du? Bin vorgelaufen, aber die will nicht raus. Und da kommst du raus. Ein paar Schläge einfach okay. Auf ins Gesicht und oder auf den Arsch und die läuft schon. Na toll, wir müssen den ganzen Weg gleich noch zurück. Fledermäuse! Und Skorpion. Den hole ich mir. Bam! Mate Boost und bufft. Kätzchen unter Drogen. Was die aushalten? Scheiße. Scheiß Tiger machen zu wenig Schaden. Ah, die Wölfe waren ein bisschen besser. Warte. Ja. Ja, aber dafür kriegen wir hier gar keinen Schaden. Also, ja. Wir brauchen zwar ein bisschen länger, aber. Naja, wir sind A, Mate boosted und B, sind wir noch auf Drogen. Läuft schon. So. Sind wir hier falsch? Ist hier vielleicht ein Item? Ah, oh, hallo Schlange. Oh, da geht's weiter. Glaube ich. Jedenfalls ist da eine Spinne und ein Nonnenspinne. So, diese scheiß Fledermaus, verpiss dich. Okay, dann sind wir doch falsch abgebogen. Vielleicht war ja hier ein Platz, wo so ein Loot Crate spawnen kann. Bisschen weiter oben, glaube ich. Ding ist nochmal runter. Hier. Hier kannst du runterfallen, pass auf. Und lag. Geil, danke. Ah, und vorsichtig, nicht, dass wir wieder irgendwie hängen bleiben. Jo. Und? Halt doch mal still, ey. Ich bin nur im Schießen gut, nicht mit Tieren zielen. Ach ja, hier unten ist übrigens eiskalt. Jo, falls du dich wunderst, ne? Bei mir nicht. Nein? Ah, jetzt auch nicht mehr bei mir. So, was haben wir denn hier? Da unten sind Schlangen und Fledermäuse. Ich würde aber auch gerne gucken, ob wir vielleicht einen Loot Crate finden. Weil da ist auch mal cooles Zeug drin. Ja klar, einfach alles mitnehmen, was wir finden. Boah, ich weiß noch früher, mein erster Versuch in den Höhlen, ohne Tiere, da bin ich genau hier gestorben, wo du jetzt bist. Ich habe mich hier echt gut durchgekämpft mit Schrotflinten und Pistole und Gewehr, aber hat nicht gereicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass OP, wie heißt es, Tyrannodons, einfach durchrushen können und da hat mir alles geholt, was man holen konnte.
Das war auch cool. So, Melee Damage. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was abwerfen. Ich packe mir das mal in mein Inventar. Ja, Chitin braucht man nicht. Wir haben noch zwei Schränke voll, ne? Fast zwei, ja. Wenn wir Chitin brauchen, kommen wir mit Wolf her, ne? Weil die holen ja mehr. Ah, ne, das ist der falsche Weg, ne? Oder? Da gibt es zwei Wege. Der eine geht hier rauf. Ich glaube, das ist ein anderer Weg zurück. Ich check den hier mal kurz. Ah, ja, hier geht's zurück. Ja. Nach oben ist zurück. Nach oben ist zurück. Es sind zwei Wege nach oben. Der eine führt einen Kreis. Oh, ich glaube, wir sind. Oh, Schlangen. Weißt du, was mir Ah. aufgefallen ist? Wir haben noch gar kein Titanbohrei gefunden. Doch, ich habe schon ein paar Hier gefunden. drinne? Ah ne, hier in den Höhlen jetzt nicht. Ja. Deswegen geht man doch eigentlich auch in die Höhlen, weil man die Titanbohreier haben möchte. Ich will die haben. Oh, nicht ins Wasser fallen. Da sind mit Sicherheit wieder Piranhas drinne. Boah, wie die eine Spinne gerade am Untergehen war. Das sah irgendwie cool aus. Ach Mann! Ach du Scheiß Onyx. Nicht ins Wasser, da sind. Ich habe eine Phobie vor Wasser, weil da sind wieder Höhlenpiranhas. Da sind immer Millionen Stück. Fuck! Komm her, komm Mann, her. du hast mich geschubst, du hast mich locker ins Wasser Ich geschubst, war Mann. das nicht. Ja doch, das habe ich genau gesehen. Wenn ich das morgen auf YouTube sehe, dass du mich geschubst hast, Ja, habe ich nicht dann gesehen. Keine gibt es Beweise. hier Stress. Fick dich. Okay, Hey! ich sehe da unten keinen Loot Crate. Okay, was ist er nicht? Also nicht in dem Wasser, da ist ja noch mehr Wasser. Hier ist richtig. Ich glaube, da unten ist was. Oh ne, ist Da das. schimmert das so. Da Könnte hinten, da aber ist auch was ein. Grünes im Wasser. Da sind die Kristalle. Wo bist du jetzt? Hier am anderen Ich See. glaube, du bist völlig falsch. Wo bist du denn? Da, ich sehe dich. Weil ich habe das hier gesehen. Aber ein Krokodil. Herzlichen Glückwunsch. Drei Ey, Krokodile. krass, drei? Na Noch komm, eine Schlange. wir sind Cheater, wir dürfen das gewinnen. Problemlos sogar. Im Arena-Match Da war ein gewonnen. Titanbohr. Also schaffen wir Ja. auch das hier. Nicht nur das, wir sind ungeschlagen. Da hinten sind noch mehr Krokodile. Pass auf, wenn du ins Wasser gehst. Soll ich hier anlocken? Ah! Guckt euch diesen Schwarm an Piranhas, ey. Boah! Kommt Das da ist nicht normal, raus! das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Nö. Also. Jetzt sind wir Mate-Buße, wir sind zu zweit, wir sind besser gepanzert und wir haben Buff-Food. Wie wollt ihr das gewinnen, ey? Und genau so ein Schwarm hat mir nämlich Lutschers. mein Wolf damals zerrissen. Ihr Wichser, ey. Ich hab euch alle genatzt. Ah, Krokodil. Also kommt schon der Piranha hinter dir her. Ja, ich sehe dich. Ey, das Krokodil blockiert mich. So ein Ja. Assi. Mach ihn kaputt. Ist kaputt. Super. Bitches. Schon überladen mit Fleisch, Sahne. Ja, das ist schon krass. So, nochmal Hallo an alle, die gerade im Stream erschienen sind. Und nicht wissen, was wir hier machen. Das ist ein Live-Let's Play. Das ist das, was morgen als herkömmliche Folge auf YouTube bei mir erscheint. Ja, die Aufnahme läuft doch, oder? Ja, gut. Wäre echt schade, wenn das nicht laufen würde. Ach ja, genau, Tigerchen. Tiger, ja, kann auch mal wieder entladen werden. Alter, ich habe kein bisschen Leben verloren, ne? Du? Ja, ich habe ein bisschen, weil die Scheiß haben mich Piranhas, halt am ne? Anfang Okay, gefokust. dann gehe ich jetzt auch ins Wasser. Tauche sogar. Da vorne ist blauer Loot Crate. Jo, ich versuche abzu. Also ich nehme den, wenn du mir Scheiß Piranha vom Leib hältst. Bin dabei. Okay, da kommt noch ein Piranha. Oh, die Katze hält aber eine Menge Ich gehe aus jetzt unter runter. Wasser. Oh Gott, wie viele kommen denn da noch? Ach du Oh, das Scheiße. ist nicht dein Ernst. Ich drop dir das gleich mal oben, was da drin war. Ach, jetzt muss ich beschützen oder was? Ach Scheiße. Da kommen gerade noch mehr Piranhas Nee. gekommen, ne? Pass auf.
Geh wieder auf dein Tier. Wir kommen nach oben. Zeig dir, was da drin war. Lass mich raten. Primitiv, Steinspitzhacke, Blueprint. Nee, besser. Besser. Primitiv, Ich pack dir das mal in deine Katze, dann siehst du das. Ja. Aber das ist doch gut für heiße Gegenden. Ist doch gut. Können wir in der Schmiede verwenden. Bullshit, ey. Ah, 20 Verteidigung, Junge. Das ist kein Bullshit. Das ist beinahe Mastercraft-Niveau. Warte, Leben verloren. Ach, gar nichts, ey. Okay, ja, warte, die Höhle kenne ich. Durchschwimmen, warte. Oder? Ich weiß, ich glaube, hier war irgendwo oberhalb, konnte man reinfliegen einfach und dann konnte man sich das Artefakt holen. Ich muss nur kurz gucken, was da war. Guck mal, hier ist nämlich auch noch ein Weg im Wasser. Ja, ich war hier auch schon mal drin, ich habe das Artefakt hier auch schon mal geholt. Irgendwo da oben ist eine Luke, so eine Lücke, da kannst du einfach reinfliegen, das Artefakt holen. Aber wir sind jetzt zu Fuß, deswegen wir... Den Fußweg, den kenne ich gar nicht. Na, ist schon ewig her bei mir. Ich glaube, wir sind damals geschwommen. Ja, wir müssen schwimmen. Ja, klar. Bist du hinten jetzt rein? Das war aber in die Wasserhöhle? Lange Strecke. Wo bist du? Ich bin jetzt im Wasser. Hier waren auch Haie, glaube ich. Echt? Krass. Ja. Nee, Erza, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da, wo der Loot Cave war. Ah, okay. Nee, weil hier hinten ist noch... Ah, ich sehe das Artefakt. Ich sehe es. Also doch, Ja, das ist hier oben. Da könnte ich vielleicht sogar ran mit Grappling Hook. Ah ja, lass das mit Grappling Hook machen, stimmt. Dafür haben wir da. Oh, jetzt kommen wieder 100 Millionen Piranhas. Genau, da ist nämlich die Lücke, die ich meinte, die man einfach reinfliegen kann mit den Tyrannodon. Aber ich würde eigentlich auch ganz gerne mal den normalen Weg finden. Okay, hältst du mir eben den Weg hier frei? Dann hole ich eben das erste Artefakt. Oder ich kann dich, glaube ich, ranziehen, ne? Kann ich dich ranziehen? Ich meine, die Katzen können ja auf dich. Die Katzen können ja auf dich aufpassen im Wasser. Die sterben ja nicht. Wir müssten nur kurz die Piranhas alle weg. Okay, dann packe ich mir kurz den Grappling Hook auf die 1 und der ist auch geladen. Ich hoffe, das geht im Wasser, ne? Die ertrinken nicht, oder? Nö, die schwimmen hier oben. Yeah! Nein, vergiss es. Da oben sind Tiere. Ja, die kommen runter, ist doch gut. Ja, gut. Sollen wir einen normalen Weg suchen? Ja, komm, mach mal so. Ich glaube, also da hinten ist eine Höhle im Wasser, rechts. Aber hier ist keine Höhle im Wasser. Doch, da, warte, was ist denn da? Da geht's unterirdisch, also, das ist eine Höhle. Also hier sind zwei Höhlen im Wasser, welche nehmen wir? Die hier bei uns jetzt oder die links? Die hier bei uns. Oder welche willst du denn nehmen? Also, guck mal, da ist nämlich eine Höhle und da ist die nächste Höhle. Siehst du das Problem? Ich sage, die ist falsch. Einfach weil ich da gerne rein möchte, ist die falsch. Ja, kann sein. Falsch war, weil da geht's nicht so weit. Gut, dann hier durch die Höhle. Oha. Boah, was kommt jetzt? Krokodil hinter dir. Okay, und Piranhas. Piranha. Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, einfach weiter schwimmen. Okay. Ja, zu spät für mich. Also, den Weg, den kenne ich noch nicht. Oh Gott. Boah, das ist schon wieder so 100 Millionen Stück, ey. Wo sind wir? Hier oben kann man auch drauf, um Ausdauer auszutanken. Aufzutanken, oh Gott. Sprache. Jo. Oh Gott, bisschen Leben verloren, ey. Und schon wieder voll. Ich kann echt immer das ganze Fleisch rausschmeißen, weil ich keinen Schaden bekomme.
Super geil, diese Sattel. Ah. Okay, weiter. Ah, hier ist auch noch ein Loot Cave. Crave, Dings, da Kate, ist, keine Crate. Ahnung. Das ist noch ein, warte, das ist ein Sarko, den halte Crave. ich mal vom Hals. Na komm her. Ah, Blueprint. Fick dich doch, haben wir. Was für ein Wir haben Blueprint? besser. Carbonemis-Sattel. Davon haben Ah, toll. wir, Journeyman. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Ja, dann war doch der andere richtig, oder? Ja. Dann war hier nur ein Weg zum Loot Crate. Dann ab zum nächsten. Das Blöde ist ja, dass ich kann dich hochziehen, aber ich kann die Katzen, glaube ich, nicht hochziehen, ne? Die sind so schwer. Da würde ich mich einfach Nee, ranziehen. die sind zu schwer. Dodos kannst du ziehen. Und Ja. Pinguine. Na toll. Die wichtigsten Tiere von allen. Bist du hinter mir? Jo, ich bin hinter dir. Okay. Also, da geht's Ja, also nur noch hoch. das Artefakt und dann Ja. raus, weil gleich Walking Dead. Ja. Läuft sowas im Fernsehen? Ich dachte, das ist immer nur on demand. Nee, das läuft auch im Fernsehen. ETV Okay. halt. PTV. Snob. Nee, Bonze. Nur Okay, dann. weil ich es mir leisten Nee. Ich muss bei Mami schnorren. Da ist noch eine Höhle unter Wasser. Warte, erstmal tief Luft holen. Ah, Luft. Ich habe jetzt echt die Luft angehalten. Dein Ernst? Ja. Okay, ich glaube, es ist aber schwieriger, Luft anzuhalten, wenn man sich dabei noch bewegen muss. Ach, das ist cool, den Weg kenne ich gar nicht. Ja, mega Höhle, ohne Scheiß, die ist riesig. Ich glaube, wir sind richtig, weil jetzt geht es nämlich hoch und dann sind wir beim Artefakt. Und Spinnen? Manchmal kaputt. Alter, du blockst mich. Hä? Wir sind eingenetzt noch. Ach so. hier ist wieder Unterwasserweg. Oh, Piranhas, was auch sonst? Mensch-Schwimmen. Und Krokodile. Krokodile und Piranhas und noch mehr Aber ich Krokodile. finde gut, dass sie die Haie rausgenommen. Ach, die hätten ruhig drin lassen können. Vielleicht ein bisschen weniger Haie. Piranhas. Das wäre vielleicht besser. Ah, die sind tot. Ah, oh, ich brauche Luft. Ah, oh, Krokodile. Und ich brauche Luft. Oh fuck, ich brauche dringend Luft. Und das ist ziemlich weit oben. Beeil Ich dich hab lieber. noch ein Viertel. Okay, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich bin Ja, ich da. auch. Jo, jetzt gleich müssten wir es aber haben. Ah, sieht auf jeden Fall dicht besiedelt aus. Ja, könnte sein, das Wasser war gerade ziemlich. Oh, da ist noch mehr Wasser. Oh, Junge. Was eine Höhle. Ist da schon wieder ein Loot Crate? Nein. Dafür mehr Piranhas. Ja, davon gab es ja noch nicht so viele. Aha. Ist mir neu, dass die Piranhas drin sind. Oben ist was. Da ist Luft. Und Ich schwimme Ausdauer. einfach weiter. Okay. Ich Oh, komme auch. fuck. Mein Tier hat keine Ausdauer mehr. Oh, meins auch nicht. Darauf hätte ich vielleicht achten sollen. Nein, jetzt hänge ich hier fest mit Piranhas. Okay, ich geh jetzt einfach weiter. Ja, aber ich habe kaum noch Luft. Ja, vergiss es, hier ist so viel Piranha Mania. Ey, ich komme nicht mehr hoch. Okay, Luft. Fuck. Hier ist einfach gar nichts. Boah, bitte lass mich hier irgendwo rasten können. Oh oh. Bin oben an der Luft. Ja, mein Problem Tier ist hat nur keine. Piranha. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Meine Katze. Ja, Hundepuss stirbt da unten.
Hier ist ein Loot Crate. Ah, wenn ich den verlasse, genau, dann kriegt er ja wieder Ausdauer dazu. Bester Drop ever. Jop. Katze hat keine Ausdauer mehr. Fuck. Jop. Ja, meine Katze bekommt keine Ausdauer dazu. Ja, meine auch nicht. Stirbt auch nicht mehr hoch. Katze ist tot. Ich habe Journeyman Blueprint für eine Storm Pickaxe gefunden. Fuck, man, wie sollen wir zurückkommen? Ganz offenbar zu Fuß. Fuck. Durch die ganzen Piranhas. Ja. Könnte ich hochkommen? Haben wir keinen. Fuck. Na komm hoch. Können wir die nicht schieben? Können wir die schieben? Jetzt mal ganz ehrlich, können wir die mit Schlägen nach oben pushen? Ah. Er stirbt. Fuck. Komm an die Oberfläche, Digga. Ich weiß, du kannst das. Ist nicht mehr weit. Komm, Junge, zusammen. Leb doch vorher, bevor deine Oberfläche ist. Ich baller ihm gerade ein bisschen Fleisch rein, dass du überlebt. Stimmt, wir können dir noch Fleisch, dann tanken die ja wieder Ausdauer. Nee, die kriegen dann aber nicht unter Wasser. Leben dazu. Darum geht's vor allen. Los, komm. Schlag die einfach, bis die in die Oberfläche kommen. Dann kriegen die wieder Sauerstoff dazu. Du kannst sie nach oben schlagen, ne? Das weißt du? Ich hab's. Nein. Fuck, knapp. Komm, du schaffst das. Ah, da kommt Piranhas. Warte, ich sterbe gerade selber. Ah, fuck, ey. Er hat nicht mehr viel, Stamina. Nee, dieses... Drago, der folgt, ist das... Ach, der folgt nach unten? Nee. Versucht ja unter den zu gehen, aber... Ja, das Hochschlagen funktioniert auf jeden Fall. Der steigt. Wir müssen ja an die Oberfläche bekommen. Der verliert jetzt aber Leben, weil er kein... Ja, super, super. Funktioniert ja, der stirbt. Ja, sollen wir es trotzdem weiter versuchen? Hast du Nahkampfwaffen dabei? Ja. Ich habe ein Schwert dabei. Oh, das war unser Sabertooth, der Beste. Oh, fuck. Wir werden jetzt sowas von sterben. Jo. Oh, scheiß Leck. Ja, sollen wir zurück und gucken, dass wir den Loot Crate kurz gekrallt kriegen und direkt abhauen? Ich dachte... Oh Gott, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Nicht hier runter? Nee, das war hier nicht. Das war... Oder die haben die Höhe verändert. Weil hieran kann ich mich nicht erinnern. Da kommt Tiere. Ich höre Kampfmusik. Wo? Oh nein, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen es aber beeilen, weil die Aufnahmezeit ist sollen schon wir die, drüber, locker. Wollen wir die Sattel mitnehmen, oder? Warte, ich bin hier hängen geblieben eben, ne? Nein. Da unten war noch mehr Weg. Oh Gott, ey. Das ist so geht das nicht, irgendwie. Doof. Okay, Sauerstoff getankt. Aber mir fällt ein, wir können das Enduro Studio für uns jetzt verwenden. Das, also meins war bei mir drin. Nee, ich... Ah, fuck. Das geht. Huch.
Ne, ich suche gerade diesen verdammten Sauerstoff. Da. Kann ich hier an Land? Was suchst du denn? Ja, wenn du weitergeschwommen wärst, dann konntest du nach Flieger. Unten gehen. Dein was? Dein Flieger? Mein Tiger, meine Katze. Ach so. Willst du dir den wiederholen? Den. Ja, den Sattel und das, was der da drin hatte. Der hatte nämlich noch ein paar Sachen dabei. Aber keine Ahnung, wo der jetzt ist. Verschwinde lieber. Oh, noch mehr Wasser. Ich glaube, ich bin zurückgeschwommen. Ja, wir müssen ja zurück. Raus hier. Und dann. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck. Hilfe! Lass mich raus! Scheiß Stein, ich hänge hier fest! Warum? Na! Ey, ich häng hier auch fest. Alter, ich komme nicht mehr an Land. Ah, nein! Nein! Ja, nein! Was denn jetzt? Ich komme nicht nach. Oh. Okay, ich hoffe, die kriegen mich nicht, wenn ich den Grappling Hook packe. Boah. Fuck, da was sind Tiere? Also ich bin jetzt quasi fast safe. Ich bin bei den lilanen Kristallen. Weißt du noch, wo die waren? Ah, bei mir. Ja, okay. Ich bin bei dir, alles gut. Ja, das Blöde ist, das ist ein Krokodil. Warte, 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 mir fällt was ein. Ich kann drauf schießen. Knall die Schlampe die ganze Nacht. Jo, was? Ist auf mich geschossen? Nein. Sicher? Ich doch nicht. Ja, sehr sicher. Jo. Ah! Scheiße! Ey, ich pack gerade das Gewehr an, da sieht er mich. Oh, da kannst du da vorne schubsen. Komm her! Du bist nicht der Erste, sag, wenn ich mit dem Schwert gekillt habe. Du wirst nicht der Letzte sein. Da hat ich, glaube ich, 200% Angriff gehabt. Komm her. Als ob ich gegen dich verlieren würde, ey. Hallo? Siehst du, jetzt mach ich eine Handtasche aus dir. Toll. Yo. Okay, weiter. Wir holen schnell, also wir gehen zurück, holen das Artefakt aus. Und dann verpissen wir uns. Ah, wir überleben das sonst nicht. Ich glaube auch, die Folge wird ein bisschen sehr lange werden auf YouTube. Perfekte Uhrzeit übrigens zum Rendern. Wenn man aber bedenkt, dass wir 8:30 haben. Ja, geht eigentlich noch gerade so. Da geht's raus. Da geht's nicht raus. Kann ich hier Ausdauer tanken? Nein. Da geht's raus. Nee, hier weiter. Nein, ich folge ganz sicher nicht mehr dir. Du hast so eine Orientierung wie dieses tote Krokodil da hinten. Ja, der weiß wenigstens, wo der gestorben ist. Und ab dafür. Zum Glück haben wir schon alles hier gecleant und es sind keine Piranhas mehr da. Piranha-Attacke 3, 2, 1. Glück gehabt. Ich dachte gerade, du meinst das ernst, ey. Nein. Nee, das ist, du weißt doch, wenn man sagt, ach, zum Glück ist es nicht da, taucht es immer auf. Ja, klar. Aber ich dachte gerade nur so, du meinst das ernst, dass du da irgendwelche siehst, die auf dich zukommen und dich vergewaltigen. Nein, aber wir sind wieder, die andere Höhle wäre vielleicht doch richtig gewesen. Die da hinten, oder? Da waren wir noch nicht drin. Ich glaube, die wäre doch richtig gewesen. Sieht nämlich so nach Rückweg. Aus. Gewehr. Hat der gesagt, ich soll nicht das starke Gewehr mitnehmen? Hat er gesagt, wäre verschwendet? Ja, wenn wir sterben und siehst du, unsere Tiere sind tot. Weißt du was da hinten? Schau mal da hinten. Wie trifft er mich? Ich hol jetzt dieses verdammte Artefakt, ist mir egal. Ja. Warte, ich komm mit. Dann prügeln wir uns einfach durch, oder?
Ja, ich schau mal gerade, ob hier irgendwelche Piranha sind. Ja, da hinten war nur ein Sarko, der uns wahrscheinlich gerade verfolgt. Ja, nee, das finde ich jetzt nicht toll. Ey, okay. Fuck, ich werde angegriffen. Ey! Eine Schlange haben wir hier. Ich komm nicht. Ha, die mich nicht trifft! Ich bin safe! Ich hänge an der Decke und bin safe! Jawohl! Nimmt das, ihr räudigen Ungetümer! Oh, die trifft mich? Nee. Hahaha! Ich kann mir das Artefakt jetzt krallen. Bounce, bounce, bounce. Ich hab das Artefakt auf the pack! Bleib einfach hängen! Du kannst hier einfach hängen bleiben. Und das hier krallen. Ja, ich mach das so. Ich bin. Bin besser wie du. Ich schaff das. Du dann nicht. Was? Sag mal, gucken gehen, was da hinten wäre. Ja, hallo, ich häng hier oben, nicht du. Lass das auf dem normalen Weg. Ohne Scheiß, das sieht richtig los. Warte mal, ich mach davon ein Bild. Ah, jetzt kommt die doofe Chatbox. Ja, auch mal ausschalten. Ich will davon auch ein Bild machen. Wenn die, wenn der Loot Crate erscheint, lass den mal da sein. Ich möchte gerne auch ein Bild vormachen. Ach, warte, es geht ja so bei mir. F12? Warum geht denn das jetzt nicht? Wahrscheinlich hat er gemacht und du hast nicht gesehen. Auf 6 habe ich den, ne? Down, 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 down. Er ist da. Okay, jetzt kann ich mich loot craten. Oh, hier, fuck, hier ist ein Skorpion. So, ich glaube, eins davon muss auch taugbar sein. So. Ich hab alles und du? Jo, ich bin jetzt auch dabei. Hast du Fledermäuse getriggert? Nein, ich doch nicht. Okay, dann ticken die da hinten nur aus, weil sie blöd sind, ne? Gut, ich will mal sagen. Ob wir überleben oder nicht, werde ich dann euch in der nächsten Folge offenbaren. Ich werde jedenfalls die Folge für heute beenden, weil sonst wird es einfach mir viel zu lang. Wenn dir also die Folge gefallen hat, Daumen auch nicht vergessen, abonniere den Kanal, wenn du nicht längst getan hast. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.